Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Wir sollen jetzt als nächstes zur GRI-Basis im Observatorium gehen. Und genau, wir haben ja letztes Mal hier noch so ein bisschen Waffen verkauft, haben jetzt, ich muss mal gerade gucken, wie viel Geld haben wir jetzt, 19.000. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwie irgendwann mal irgendwas verkaufen. So, das ist Schwerpunkt auf Fernkampf und Tarnung. Oh, habe ich eine zu viel verkauft? Naja, egal, scheiß drauf, komm. Ich habe ja gesagt, alles verkaufen, aber ich hatte doch die Handschuhe ausgerüstet. Na, egal, scheiß drauf. Auf geht's, nach oben. Ich frage mich, ob man diese Ausdauer auch noch erhöhen kann. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich gibt es da später irgendwie Skillpunkte, die man da nutzen kann. Irgendwie sowas. Ach nee, das ist... Oder? Ja, das ist ja eigentlich nicht der Schwung. Das ist ja schon die Ausdauer. Aber wieso wird die denn wieder aufgefüllt, wenn ich hier drüber fliege? Boah, zieh hoch, bitte. Ja, ich flieg doch nur hier drüber. Was stimmt denn nicht mit dir? Na? Oh, nicht dagegen. Ich flieg mal hier weiter. Okay, da fliegen wir gerade mal rüber. Dann haben wir das nämlich wieder markiert. Ja, perfekt. Oh Gott, au. Na? Ich fände es auch cool, wenn man so mit ein, zwei Schritten die Wand noch hochlaufen könnte. Das fände ich voll geil. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Hui. Oh. Das war nicht ansatzweise so hoch, wie ich gedacht habe. Tschüss. Hey, ist das so weit draußen? Ist hier nicht irgendwie die Spielgrenze? Oh, hoppala. Anscheinend. Wie kommen wir denn da hin? Ich glaube da oben drüber. Über diesen Damm. Was stimmt denn mit dem schon wieder nicht hier? Ich gehe doch nur hier vorbei. La la la, la la la. Abflug. Okay, ich dachte, dieses Verseuchte wäre jetzt hier überall, aber hier haben wir echt Glück. Und da ist noch was. Da ist noch eine Base, glaube ich, ne? Hier zu so ein kleiner. Ja, perfekt. Wo haben wir denn hier? Ah, da ist er. Perfekt. Dann gedrückt halten und dann anmachen. Komm. Und zack. Ja, nice. Dann haben wir wieder einen Außenposten, falls es plötzlich wieder Nacht werden sollte. Dann können wir hier ein kleines Nickerchen machen. Das hier sieht doch richtig gut aus. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. So. Ist das das große Ding da? Sieht aber nicht gerade einladend aus. Da gibt es ja echt viel Zeug zum Abgreifen. Gleich kommt ein T-Rex. Was war das für ein Geräusch zur Hölle? Komisches Blubbern. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah, okay. Lawan, du hattest recht. Nur noch Ruinen. Lawan? Major Matt, hier ist Aiden. Aiden, gut, Sie zu hören, mein Sohn. Sie sagten, dass Sie mir vielleicht helfen könnten. Ich wüsste gerne, wie. Nee,
Sie zum Schiff. Zum Hauptquartier. Ich werde selbst bald dort sein. Okay. Ja, du bist da reingetreten. Hat er wieder einen Zuckerschock gehabt, ey. Immer diese Zuckerjunkies. Oh, was war? Lass uns bloß von hier verschwinden, Greg. Hey! Komm nicht näher! Oh, Zivilisten. Darf ich leider nicht verprügeln. Was ist passiert? Habt ihr mich gerade gerettet? Was zum Henker ist hier passiert? So, hey, wie bin ich hier hingekommen? Achso, ich habe wahrscheinlich so einen komischen Anfall gehabt und bin dann auch so ausgerastet wie Waltz. Walter Waltz. Ja, sollen wir das noch... Oh, hopp. Das zieht immer so schnell raus. Ich würde sagen, das machen wir noch schnell, bevor wir da hinten rüber gehen. Dann haben wir nämlich hier auf der Seite auch schon mal was, wo wir uns einsperren können, falls die Nacht anbricht. Wow. Oh, das sah jetzt gerade nice aus, hier mit dem Regen. Hm? Oh, nein. Oh. So, nach oben bitte. Ja, 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 ja. Au. Ah, nice. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber... Na, super. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Oh, so geht's. Irgendwie. Aktivieren Sie das Windrad. Jetzt müssen wir mir auch anzeigen, ob ich das machen kann, oder? Ah, falsche Taste. Ja, müsste ich machen können. Ist nur die Frage, wie komme ich nach hoch? Ah, okay. Ja. Hat sich schon erledigt. Oh. Muss ja schon ganz gut am Regnen sein gerade. So, nochmal hoch bitte. Ja, jetzt schaffen wir es auch. Au, ah. So. Machen wir wieder den Elektriker. Nice. Ja, stimmt, jetzt kann ich das auch wieder zuweisen, oder? Oder wie war das? Ach nee, ja, ich war, das war nur bei großen Gebäuden. Windrand Ulme. Oh, ich hab's mir schon gedacht, dass das passiert. Aber immerhin bin ich nicht runtergefallen und gestorben. UV-Scheinwerfer. Da haben wir auch wieder irgendwas. Irgendwas zum... Ach nee, das ist eine Herausforderung. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass die vorher hier schon irgendwie alle so standen. Melden Sie sich beim Hauptquartier der Peacekeeper. Da waren wir vorher auch noch nicht. Oder? Ist natürlich ziemlich nice mit so einem Schiff als Basis. Also ich denke, das ist das Schiff, oder? Oder ist das hier... Ne, ist tatsächlich davor, okay. Hätte sich doch angeboten. Uah. Rein da. Was zur Hölle machst du neu hier? Lampen auszuliefern ist kein schwieriger Job. Das gab es. Bevor ich jetzt hier überhaupt weitergehe, ich suche doch die ganze Zeit hier. Guck doch mal. Ja, genau das Ding, das habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Nice. Nice. Ja, da gehen wir auch direkt rein. Genau das habe ich gesucht. Da suche ich jetzt schon... Ich weiß gar nicht, seit... Wie lange sind wir in dem Spielstand? 15 Stunden? Seit 12 Stunden suche ich danach. Und das Ding war... Wie hieß denn nochmal die Basis vorher? Wir kommen mal gerade auf der Karte gucken.
Die eine Basis von denen. Hauptbahnhof, genau, da kamen wir ja nicht mehr rein und da wollte ich das eigentlich auch kaufen. Deswegen wollte ich da unbedingt die ganze Zeit wieder rein. Was machen Sie hier? Halt! Biomarker! Hier. Meld dich bei Meyer im Kommando. Der Commander ist auf dem Weg zurück. Matt nimmt selber an Mission teil. Ist Matt oft bei Einsätzen dabei? Früher, da war er selten auf dem Schiff. Immer im Feld, immer am Helfen. Deshalb bin ich zu den Peacekeepern. Aber in letzter Zeit hat Matt sich merkwürdig verhalten. Bin nicht sicher, was da los ist. Es ging schon vor Old Villador und dem Angriff der Abtrünnigen los. Und jetzt dieser Scheißdreck mit dem Rückzug. Ich kapier's nicht. Was auch immer hier los ist. Ich hoffe, dass er bald mal eine Ansage macht und uns hilft, diesen beschissenen Rückzug zu verstehen. Wahrscheinlich hat er seine Gründe. Welche auch immer das sind. Unschuldige Menschen werden sterben. Geh zu Meyer. Danke. Na gut. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Weil das führt ins Schiff, oder? Bisschen dunkel hier. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier ein Schiff führt. Moin. Hey, wo ist die Zentrale? Dort. Na schön, Männer. Wir kümmern uns um die UV-Lampen und kehren zur Basis zurück. Sollte alles rund laufen, schnell und einfach. Los, los, los. Er hat sich gerade so komisch rumgedreht, als würde er mir einen überbraten wollen. Wir tun alles, um euch zu bewaffnen, wenn nötig intervenieren wir. Ganz schick eigentlich. Warum haut ihr dann ab? Das ist Schwachsinn. War dein Vater nicht ein berühmter Kriegsheld? Ich wette, er dreht sich gerade im Grab. Pass auf, was du sagst, Civi. Die Situation ist überall hart, das weißt du. Bist du auf Arbeitssuche? Ah, du. Ich kenne dich doch aus der Kantine. Ja, ist wohl so. Du weißt, der Kampf in der Kantine? Kann sein. Keine Sorge. Du kannst echt deinen Mann stehen. Das respektiere ich. Aiden, stimmt's? Der Commander will, dass du zu unserer Gruppe gebrieft wirst. Missy heißt dich willkommen. Wer ist Missy? Wer ist Missy? Das ist der Name des Schiffs, auf dem du hier stehst. Aha. Es spielte während der Revolution eine entscheidende Rolle. Die Missy sollte Medikamente, Masken und andere wichtige medizinische Ausrüstung ausliefern und dann heimkehren. Aber da gab es schon keine Heimat mehr. Sie und die Besatzung konnten nirgendwo mehr hin. Und jetzt? Jetzt dient sie als PK-Hauptquartier und Kommandozentrale. Alle Befehle und Anordnungen kommen von hier. Schlau, einfacher zu verteidigen als ein Gebäude. Ganz genau. Worum ging es bei diesem Streit? Was wollten diese Überlebenden? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Was ich verstehe. Aber wir müssen das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Was war mit deinem Vater los? Es geht mich ja nichts an, aber... Was ist denn mit deinem Vater? Ach, schon wieder. Da du neu hier bist, erzähle ich dir die Kurzfassung. Klassische Geschichte. Rettete ein paar Soldaten, einige Zivilisten und bekam eine Medaille. Wann war das? Ist lange her. Damals, als die Leute nur gegeneinander kämpften und nicht auch gleichzeitig gegen Infizierte. Bist du wegen ihm zum Militär gegangen? Im Grunde ja. Er muss stolz gewesen sein. Klar. Warum auch nicht? Wo ist Major Matt? Wo ist Matt? Im Feld. Er ist in Old Villador auf eine Spur gestoßen. Du musst warten. Siehst du die Tafel da? Es gibt Unmengen zu tun und mir fehlen Leute. Willst du uns unter die Arme greifen? Wir zahlen gut. Sanitäter, schnell! Scheiße, das ist Major Matt. Sanitäter, irgendwas ist passiert. Mach Platz! Zur Seite! Er verblutet! Scheiße, bitte, sieht gar nicht gut aus. Der kommt von der Titanic. Und ruft die Sanitäter. Wir müssen ihn retten. Halten Sie durch, Aether. Wir lassen Sie nicht hängen. Hören Sie? Auf geht's. Hoffe lieber, dass Aether überlebt.
Wir haben zu viele Leute in Old Villador verloren. Jack wird alles unternehmen, um herauszufinden, wer das war. Wieso muss ich da an der Stelle, wo die gerade mit der Tür weggerannt sind, an diese Fails denken, wo die erstmal die Trage fallen lassen und der sich gefühlt beim Abholen mehr verletzt als bei einem anderen. Das sah irgendwie ganz lustig aus, wie die da weggelaufen sind. Aber ziemlich interessante Basis hier. So auf Containerbasis. Da hinten haben wir noch mal einen Händler, da gucken wir mal direkt rein. Menü. Hot Potato, Potato. Aber. Toll. Wahrscheinlich gebackene Kartoffel, keine Ahnung. Handeln. Oha. Motorkeule. Ist das ein Kolben oder was? Scheint so. Interessante Waffen hast du da. Interessante Waffen. Ich muss auch mal gucken wegen Mods. Das können wir eigentlich jetzt mal gerade machen. Wobei, die sind ja alle voll gemoddet, ne? Genau, die wollen wir jetzt noch loswerden und dann wollen wir uns mal an die neuen Waffen da machen. Erfahren Sie mehr über Aethas Zustand, ja. Das, wir haben nur die zwei Ziele, ne? Dann gehen wir erstmal da rein, komm. Gucken wir doch einfach mal. Also da oben könnten locker diese großen Infizierten reinkommen. Das würde ich so nicht lassen, liebe Leute. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hey du, willst du wieder in die Außengebiete geschickt werden? Trag den Biomarker so, dass man ihn sehen kann. Abtrünnigen auf die Kantine. Nö. Werden wir diesen Krieg wirklich gewinnen? Ah, jetzt. Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark. Aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heilern. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet, da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Was hat es mit den mit Kräutern auf sich? Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aethers einzige Hoffnung. Was hat seine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Ich kann helfen. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aether unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Eine Heilerin auf irgendeiner Insel. Das ist doch bestimmt diese Hexe aus Fluch der Karibik. Ist hier noch irgendwas zu holen? Kann ich dich ausplündern, bevor ich dir Sachen bringe? Leider nicht. Das hier. Zusehen beim OP, oder wofür ist das? Wenn wir dich beim Clown erwischen, verlierst du eine Handkuppel. Keine Ordnung ohne strenge Gesetze. Ach ja, da hoch müssen wir noch. Aber sind wir hier schon auf dem Schiff? Das war doch... Ah, ich kann nicht springen, ich wollte gerade hochspringen und gucken. Das sieht hier so... Das steht da so, so präsentierend. Aiden, stehen Sie da nicht nur rum. Kommen Sie her. Ich bin da, hi. Und jetzt?
Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten sie, dass sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Ich suche nach meiner Schwester. Sagen Sie mir einfach, was wir... Nee, warum nicht? Bleiben wir doch mal ganz offen. Ich suche mal nach meiner Schwester. Meine Schwester. Jo. Was ist mit ihr passiert? Vor langer Zeit hat Walt sie verletzt. Er nahm sie mir weg. Und ich will, dass er mir sagt, wo sie ist. Ob sie noch immer irgendwo am Leben ist, oder... Deshalb suche ich nach der GRE-Kommandozentrale, um dort auf den Servern auf Walls Datenbank zuzugreifen. Also haben wir einen gemeinsamen Feind. Der da wäre? Waltz. Das ist die rechte Hand des Schlechters. Er pumpt seine Männer voll mit Hemmstoffen. Wir können sie beide schnappen. Ich habe sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sie die GRE-Wissenschaftler alle? Ja. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Ja. Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte. Wer sonst? Das heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Was wollen Sie als Gegenleistung? Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Wie kann ich sicher gehen, dass sie mir helfen? Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich helfe Ihnen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Alles in Ordnung, Sir? Mayer wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Jack. Jack the Rapper. Dann gehen wir noch rüber. Ach, komisch, wir haben gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass die Versprechen nicht gehalten werden und dann verspricht er uns daraufhin was anderes. Also, falls er sein Versprechen nicht hält, verspricht er uns was anderes. Das ist, ja, okay. Oh, das sollten wir vielleicht mal aufstellen. Für die Zombies draußen. So. Hat die nicht hier gesagt, irgendwie die Tafel, da kann ich irgendwas machen? Du kennst die Jungs. Matt will keine Unruhe in der Basis. Vielleicht tut er das recht. Mach doch mal. Moin. Matt schickt mich.
Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tome. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villador. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Erzähl mir mehr über den Fernsehturm. Was macht sie so gefährlich? Da drin ist ein Schattenjägernest, glauben wir. Es ist die größte Dark Zone in der Umgebung. Einst versuchten Nightrunner, sie zu erobern. Sie wollten die Antenne benutzen, um die einzelnen Gruppen von Überlebenden miteinander zu verbinden, den Menschen Hoffnung geben. Aber sie kamen nicht einmal in die Nähe der Antenne. Und am Ende wurden die Nightrunner ausgelöscht. Erzähl mir mehr darüber, was in jener Nacht passiert ist. Ausgelöscht? Du meinst jeder einzelne Nightrunner? Das ist das Problem. Frank hatte alles genau geplant. Aber damit sein Plan funktionieren konnte, brauchte er jeden Einzelnen. Alle Mann an Deck. Und das passierte nicht? Nicht alle glaubten an den Plan. Also gab es ein Zerwürfnis. Frank dachte, sie würden sich mit der Zeit besinnen, aber am Ende besannen sich eben nicht alle. Der Plan ging den Bach runter. Es war grauenvoll. Wer in jener Nacht die Schreie der Nightrunner über Funk hörte, hat noch heute Albträume davon. Was passierte mit der Gruppe, die sich weigerte, an der Mission teilzunehmen? Hat sich aufgelöst. Verschwand. Wer den Zwiespalt entfachte, wurde als Verräter gebrandmarkt. Und jetzt sind die Nightrunner nur noch ein Schandfleck der Geschichte. Wir sollten unsere Zeit nicht mit der Vergangenheit verschwenden. Wir müssen mit unseren Gedanken im Hier und Jetzt sein. Nun, brechen wir auf. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Sieh also erstmal nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Zeit zu handeln. Juan, wo bist du? Steht da, sammel, was? Sammeln Sie die Informationen. Achso. UV-Taschen, aber hell? Achso. Sammeln UV-Taschen, aber erhalten Sie, ermöglicht Ihnen, alle Infizierten zurückzustoßen und zu schwächen. Insbesondere Befallene und Schattenjäger. Zur Nutzung der UV-Taschenlampe rüsten Sie sie mit 1 aus und halten dann mittlere Maustaste gedrückt, um sie zu benutzen. Behalten Sie die Energie der Taschenlampe im Auge. Wenn sie 0 erreicht, müssen Sie warten, bis der Akku wieder geladen ist. Sorgen Sie dafür, dass die Infizierten im Kegel der UV-Lampe bleiben, bis sie zu Boden fallen. Dies macht sie für einige Sekunden verwundbar. Nutzen Sie die Gelegenheit, um anzugreifen. Perfekt. Weiter. Achso, ich muss sie noch ausrüsten. Natürlich, die muss ich noch ausrüsten. Was nehme ich denn da? Ach komm, die Münzen hier. Nightrunner-Werkzeuge. Das ist das erste Nightrunner-Teil, was wir haben. Hä? Okay, nice. Sehr, sehr nice. Geh ich denn hier richtig? Kommen wir da hin, wo wir hin wollen? Ja, doch. Das sieht gut aus. Klingt sehr nice irgendwie, wenn man die anmacht. Als würde ich mit Uran laufen. Hier, guck mal, ist sie hell? Sind das hier alles für Flecken? Sag mal. So, weiter geht's. Okay. Öffnen.
Ich suche nach Juan Rayner. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques? Jacques Matt. Monsieur Rayner ist nicht ihr. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Rayner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Was macht Juan in seiner Freizeit? Ich warte, auch wenn mir das gar nicht passt. Was treibt denn Boss denn so in seiner Freizeit? Monsieur Rainer ist ein echter Connoisseur der feinen Dinge im Leben. Essen, trinken und so ziemlich alles, was auf zwei Beinen geht. Befindet er sich jetzt gerade in der Nähe dieser sogenannten feinen Dinge? Vielleicht kann ich ihn dort finden. Ein netter Versuch, aber nein. Ich kann nichts sagen. Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Okay. Nawan? Aiden, lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Anders als der Rest der PKs, die ich getroffen habe. Das könnte daran liegen, dass sie keine PKs sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer, ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tischler. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Okay. Komische Persönlichkeit. Naja. Stimmungsvolle Musik da unten. Wir gehen mal wieder nach oben. La la la. Schade, dass man hier nicht printen darf. Boah, was haben wir denn hier? Hier, das sieht gut aus. Wir remember. Okay. Raus hier. Dann hätten die Kinder auch was zu tun. Gar keine schlechte Idee. Cheeseburger zum Mitnehmen, bitte. Oder vier. Das habe ich auch gedacht. Warum denn eigentlich nicht? Ich weiß noch nicht, ob ich genug Zeit habe. Ich finde das ganz cool mit der Basis. Richtig fett. Matt, Eagle. Handeln. Knallstock, einziger Fernkampf. Hä? Upgrade. Hä? Warte mal, jetzt muss ich mal gerade wieder kurz gucken. Ist das ein. Jetzt war das jetzt kaufen für den. Ja, doch, das war das, genau. Okay. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen sammeln gehen in der Nacht. Aber apropos Mods. Hier haben wir keine Slots mehr frei, ne? Nee. Dann hätte ich da nämlich mal Haltbarkeit noch drauf gemacht. Aber egal, gut. Tschüss. Aber ich will jetzt mal gerade gucken. Waren wir wirklich in dem Schiff? Offensichtlich. Krass.